Aber wir gehen von Zeugnissen von unten nach oben, ne? So, auf welche Schule gehst du? Das würde mich mal jetzt interessieren, weil... Jani, ne? Bei dir ist Resmen alles befriedigen. Realschule. Jani, du hast dich resmen befriedigt in der Schule. Richtig befriedigt hast du dich da. Alles drei, Bruder. Mangelhaft, Chemie. Verstehe ich nicht. Bruder, was ist da? Ich weiß mal, welche Fach hier ist. Bruder, schick mir noch ein Zeugnis. Ich sehe nur Befriedigend. Schick mir ein ordentliches Zeugnis. Das ist von Luca. Bruder. <lacht> Schwerpunkt. <lacht> ja, ganz schön, Sozialwissenschaften. So Stunden 5 ohne Unentschuldigt 42. Sehr stark. Bruder, bist du öfters zu spät kommen oder hast du geschwänzt? Religionslehre 4. Baller check ich nicht. Deutsch 5. Verstehe. Deutsch war ich auch nicht stark. Mathematik 4. Weiß ich nicht. Englisch befriedigend. Okay. Kunst 5. Will ich nicht checken, brauche ich nicht zu checken. Ja, nee, wie kann man Kunst eine 5 haben? Sport 4. Bruder, ich dachte, du bist Fußballer. Verstehe ich auch nicht, sag ich dir ehrlich. Erdkunde 4. Ich glaube, du hast kein. Also Erdkunde ist für mich so ein bisschen allgemeinwissen, ne? Erdkunde war ich gut, Bruder. So ein bisschen so mehr. Dann so Gebirge. Bundesländer, Mundesländer. War ich ein bisschen gut drauf, ja. Geschichte 5, Bruder. Geschichte ist halt nur ein bisschen merken, ne? Politik 3. Ja, ne, wenn du Politik 3 hast, verstehe ich nicht, wie du Erdkunde 4 hast. Wirtschaft 3. Okay. Ist okay, so, ne? Chemie 4. Ja, ne, verstehe ich ein bisschen, ne? Wegen Mathematik. Physik 4. Ich frage mich, wie man hier schlecht sein kann. Chemie und Physik. Es ist doch gar nicht so schwer. Also ich weiß es nicht. Guck mal, ich sag euch, wo ich schlecht war. Ich war Deutsch schlecht. Mathe war ich okay. Okay ist für mich so 3. Englisch war ich tatsächlich gut. Ja, den verstehe ich bis heute nicht. Ich hatte so 2. Kunst war ich auch okay. Sport war ich gut. Bruder, 1 bis 2 immer. Erdkunde war ich okay. Hatte doch manchmal auch 4. So wie hier. Dings genauso. 3, 4. 3, 4. Wirtschaft 2 immer so. Oder die hatte ich immer 2 bis 3. Hier, das würde ich gerne sehen. Wahlpflicht, Unterricht, Schwerpunkt. Das ist... <laughs> <laughs> Bruder, bei mir stand hier immer etwas. Es gab kein Zeugnis, wobei mir nichts stand. Immer. Weiter geht's, Bruder. Ne? Wir sind fertig. Und das ist jetzt von Chris. 10b, stabil, Bruder. Päh. Bruder, hat einfach alles befriedigend am Monaco. Man merkt, er hat sich in der Schule befriedigt. Ich kann mir vorstellen, wie Chris in der Schule war. Schriftlich gut, mündlich war er nicht so gut. Kann ich mir nicht gut vorstellen. So schriftlich hat ihn alles hier gerettet. Dort hat er alles befriedigend. <laughs> das ist <unglaublich. lacht> Deutsch 3, Mathematik 3, Kunst 3, Bruder. Ein Chris war einfach da und hat einfach gemacht. Er war nicht gut, er war auch nicht schlecht. Er war einfach da. Ich weiß ich, was du den Zeugnis sagen soll. Er ist einfach ein befriedigender Schüler, Digga. Hauswirtschaft mit besonderer Teilgenommen. Pää, Bruder. Die Lehrer finden mich auch befriedigend. <laughs> Okay, weiter geht's. Jetzt kommt Edai. Edai geht Gymnasium, neunte Klasse, versäumt Stunden 84, dafür unentschuldigt keine. Starke, starke Leistung, sag ich dir ehrlich. Deutsch 5. Verstehe ich. Englisch 3. Ist gut. Spanisch 4. Ich hatte noch nicht Spanisch. Ich kann dazu nichts sagen. Praktische Philosophie 5. Bruder, verstehe ich ehrlich nicht. Das ist einfach Religion für Kennex, Digga. Äh, Geschichte 4. Ja. Erdkunde 3. Ist gut. Mathematik 4. Bruder, das ist Gymnasium. Ich kann zu ihnen nichts sagen, ne? Biologie 3. Er hat Ahnung. Ja, Physik 3. Ja, also, Bruder, wenn du hier Physik und, äh, hier 3 bist, aber warum hast du dann Ja, okay, das ist Pass irgendwie ein bisschen. Musik 3, kann man nichts falsch machen. Sport 2. Richtiger Fußballer, Bruder. Was? Wahlpflicht, Fach, Sport Englisch? Was ist das denn? Sag mir nicht, du hast Sport und müsst ihr müsst dabei Englisch reden, oder was? Hör auf, Digga. Teilnahme, Arbeitsgemeinschaften, Volleyball AG. Mit Erfolg, teilgenommen. Sei ehrlich, wie viele Chaya waren da. So, weiter geht's. Zack, zack. Das verstehe ich nicht, warum das heutzutage voll oft drauf steht. Guck mal, jetzt hört mal genau zu. Stets Schereschlüssel für Jungen und Mädchen. Also für Mädchen und Jungen, so. Muss man das schreiben? Also ist doch so selbstverständlich, dass da Mädchen und Jungs äh, in, auf eine Schule gehen. Zeugnis, Realschule nicht vergessen. Versäumt Stunden 35, keine, ist gut. Schwerpunkt 7 bis 10, musisch-künstlerisch, check ich bis heute nicht. Praktische Philosophie 3, Deutsch 4, Mathematik 4, Englisch 4, Textil 3, Sport 3, Geschichte 4, Politik 3, Biologie 4. Chemie 3, Physik 3, Kunst 3. Boah, das ist einmal ein Zeugnis, einmal schlechtes. Ich schwör's dir, mein Zeugnis sah auch genauso aus. Ich, ich, ich sag euch auch, mein Zeugnis sah genauso aus. Richtig so Standardzeugnis. Keine Ahnung, so. So, weiter geht's. So, Millig, mein Bester. Zeugnis, Millig, 10b. Auch 10. Klasse, krass, Digga. Deutsch 2, päh. Englisch 4. <laughs> Englisch 4, aber auf E-Ebene, das dürfen wir nicht vergessen, E- und G-Kurs, ne? Also G ist Grundkurs und E ist erweiterter Kurs, würde ich jetzt so sagen. Oder hier, 47, 4 Stunden, davon keine. Mathematik 3 ist okay. Naturwissenschaft, auch E- und G-Ebene. Warum geht bei Physik G- und E-Ebene? Das ist krass. Oder hat oder hat der das daraus ein Hauptfach gemacht? Chemie 4, kein Sinn, Gesellschaftslehre 2, ist gut, Hauswirtschaft 2, also wer hier eine 4 und eine 5 hat, ne, entweder kriegt ein fauler Sack oder ist strohdumm, Digga, Religionslehre 3, Sport sehr gut, päh, Kunst 4, ist okay, WP darstellen und gestalten, erteilt ab 6. Klasse, befriedigend, Lernbüro teilgenommen, okay, Teilnahme, Arbeitsgemeinschaft, SchülerInnenparlament mit Erfolg teilgenommen. Bruder, warum steht bei euch hier nichts? Ja, nee, ich realisiere gerade, ich war schon ein Fall für mich. ne? Weil bei mir stand immer hier etwas. Immer. Jetzt kommt ein Zeugnis. Bruder, oh Bruder, nimm euch ein Beispiel, damit ihr draus lernt. <laughs> ja, nee, guckt jetzt genau hin. Warte, ich mach sogar noch mehr für euch. Oder mehr sage ich nichts, ne? Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Abgangszeugnis. oder wo ich das Zeugnis gesehen habe, ne? Ich hab am Anfang gar nicht geguckt. Ich hab mir am Anfang so gedacht, so, ne? Zeugnis, ich schick einfach rein. Aber äh, Musik als zwei ist schon stark, ne? Ich guck Zeugnis so drauf. Fünf, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Und dann dazwischen so eine 2, 5, 5, 5. So, jetzt gehen wir mal in Zeugnis mal rein. Deutsch, 4. Okay. Englisch, 5. Spanisch, 5. Musik, 2. Ja, nee. keine Ahnung, woher das kommt. Erziehungswissenschaft, 5. Ja, nee. soll auf jeden Fall keine Mutter werden. Philosophie, 5. Naturwissenschaft, 5. Mathematik, 5. <laughs> Physik, 5. Sport, 4. Ja, da müsste eigentlich eine 6 stehen. Egal, so rappen, Bruder, rappen wird auch nicht mehr reichen, weil Deutsch 5, Digga. <laughs> <laughs> äh, ja, das ist ein Zeugnis, Bruder. Ja, eine Vorbildfunktion ist da. So, ich glaube, das war's mit den Zeugnissen, ne?